So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Pikmin. Ja, nach einiger Zeit ist es jetzt endlich wieder da und ich habe es jetzt geschafft, auf dem No Cash Zoomer aufzunehmen. Aber ich muss euch schon mal eins sagen: Ich werde erstmal die Einführung weitermachen und zweitens werde ich das alles ein bisschen, bisschen upspeeden. Achso, ja, ich lese einfach mal vor. Ich werde es ein bisschen upspeeden, damit das mir auch mehr in die Folge reinpasst. Die Einführung jetzt noch nicht, aber dann ab den einfachen Dingern werde ich das dann machen. Oder ab den, dort, wo keine Einführung mehr ist, also hier diese, Stufe 1 und so ein Quark. Hier lernst du, wie du große Aufgaben lösen kannst. Sieh dir die unten bzw. rechts gestellte Aufgabe an. Diese Aufgaben sind so groß, dass du in der mittleren Spalte die innenliegenden Würfel weder entfernen noch markieren kannst. Daher kannst du dir als Hilfe die Querschnitte anzeigen lassen, um an die Würfel im Inneren heranzukommen. Berühre einen Schieber und bewege ihn nach hinten, um die innenliegenden Würfel zu sehen. Berühren Sie einen Schieber zweimal schnell hintereinander, um ihn in die ursprüngliche Position zurückzubewegen. Versuch das mal, bewege den Schieber. Krass, ne? Jetzt weißt du, wie du mit Hilfe des Schiebers das innere große Aufgaben, bla bla, fuck. Großaufgaben lassen sich genauso lösen wie kleinere, die Schieber helfen dabei, auch die Würfel im Inneren reihe für Reihe zu entfernen und zu markieren. Hier noch ein Tipp bei großen Aufgaben. Ja. Da kann man nämlich gedrückt halten und dann. Oh, ich habe glaube ich noch die hier das Schnelle drinne. Das ist natürlich jetzt doof. So. Ja, ich habe noch die Schnelligkeit drin, die mache ich jetzt ganz schnell raus. Wartet. Ja, die Figur sind enthüllt. So, ich mache sie ganz schnell raus. Wo kann man das? Scheiße, ich weiß nicht mehr, wo ich das. Wartet. Ich find's noch. Bla, Turbo. Nee. Das ist weiter hier vorne, hier unten. Other. Nee. Purity. Start End. Settings hier genau. Auto-Time. So. Sorry. Und das noch. Yay. So. So. Bum, bum, bum. Yay. Yay. Ach. Und ich habe dieses Spiel selbst immer noch nicht durchgespielt, weil ich im Moment nicht so die Zeit gefunden habe, da irgendwie weiter zu spielen. Ja. Und ich hatte da auch, glaube ich, dann zum Schluss keinen Nerv mehr zu. Also das kann ich jetzt noch so ein bisschen erzählen. Und ich weiß nicht, ob diese Videos vor der Pause kommen oder erst danach. Bin ich mir auch noch nicht so sicher. Entscheide ich spontan, sag ich jetzt mal so. Weil Pikmin war ja sowas, was ich einfach mal aufnehme und einfach mal hochlade, wenn ich mal Bock habe. Und ja, jetzt habe ich irgendwie wieder Bock. Vor allem, weil das mit dem No-Cash-GA, was auch egal, jetzt wieder funktioniert. Das freut mich wirklich, weil ich dann. Ach, weil das einfach schöner ist, weil ich jetzt direkt auf die Dinger drauf tippe und dann gehen die auch weg und nicht, ich muss noch etwas höher gehen und so. So wie bei diesem GLX2XL.DS bla Quark. So. So, jetzt geht's mit Stufe 4 weiter und jetzt fange ich schon an zu dingsen. Wie heißt's? Abzuspeeden. Ja.
So, und ja, jetzt kommt die nächste Einführung. Zahlen im Quadrat. Hier lernst du etwas über die letzte Art von Hinweiszahlen, die Zahlen im Quadrat. Über die einfachen Zahlen und die Zahlen im Kreis weißt du inzwischen schon Bescheid. Kommen wir also zu den Zahlen im Quadrat. Die Zahlen im Quadrat zeigen an, dass die Würfel in einer Reihe oder Spalte in drei oder mehr Gruppen angeordnet sind. Das ist das Schwierige, weil es könnten drei Gruppen sein, es könnten aber auch mehr sein. Das ist ziemlich scheiße. Nehmen wir zum Beispiel diese 4. Sie zeigt an, dass in der Reihe 4 Würfel in drei oder mehr Gruppen angeordnet sind. Vergiss dabei nicht, dass drei Gruppen die Mindestzahl ist. Es könnten also auch 4 oder mehr sein. Das meine ich, das ist schwer. Eine Reihe mit 4 Würfeln, die auf 4 Gruppen verteilt sind, muss aus 4 Einzelwürfeln bestehen, wie du unten sehen kannst. Einfache Zahlen weisen also auf eine einzige Gruppe hin, Zahlen im Kreis auf 2 und Zahlen im Quadrat auf 3 und mehr. Jetzt solltest du imstande sein, eine Aufgabe zu lösen, in der alle drei Zahlenarten vorkommen. Los geht's! Beispiel erstmal. Nun wollen wir eine Aufgabe lösen, bei der alle drei Arten von den Zahlen vorkommen. Dir sollte sofort auffallen, dass alle bla 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 bla. Die 5 können wir alle markieren. So. Jetzt können wir hier das wegmachen, weil hier überall schon 2 sind. So, es gibt... Bam, bam. Ja. Das können wir markieren. Das kommt weg. Und der Buchstabe M. So. Jetzt...
Ich werde erstmal noch die zwei machen und dann werde ich noch mal eine kleine Pause machen. Weil ich glaube, ich das doch vom Speed her, also von dem normalen Spielspeed her, weil es doch ziemlich langsam ist, noch mal abspeeden werde. Also noch mal auf 1,5, also mal 1,5, also 150% oder 200%, ich bin mir noch nicht sicher, dass das dann noch ein bisschen flotter zumindest für mich geht, weil das hier ist schon ziemlich langsam. Weil ihr seht ja, ich gehe hier schon gut ab in dem Spiel. Und die Musik geht ab, die ist wirklich cool. Die ist episch. So. Ich weiß nicht, wie viele Minuten ich jetzt gefüllt habe mit Speed-Up und so. Aber ich würde sagen, so 7-8 Minuten. Und dann würde ich mal sagen, das war's erstmal für heute mit Let's Play Picross 3D. Wir sehen uns das nächste Mal wieder, wenn wir uns dann an Stufe 5 begeben. Und ja, also bis dann. Ciao, ciao.